Ja, Thema heute Champions Hockey League. Frank Maurer vom EHC Red Bull München. Es geht noch ein bisschen schwer über die Lippen. Die Champions League, welchen Stellenwert hat sie bei euch im Team und was denkst du, welchen Stellenwert sie vielleicht auch in anderen europäischen Ländern hat? Also wir nehmen die Champions League verdammt ernst. Also das ist ein super Wettbewerb mit guten Mannschaften, mit den Meistern von, weiß ich, 12 verschiedenen Ländern. Also ist auf jeden Fall eine super Sache, ich glaube, für Fans, für Spieler, als auch für die Vereine selbst. Ich denke, dass es auch für das Eishockey wichtig ist, ja, so einen internationalen Wettbewerb zu haben. Und dementsprechend messen wir dem natürlich einen hohen Stellenwert, wollen uns optimal vorbereiten, ja, und wollen auch gewinnen. Im Fußball sagen viele, das ist die Königsklasse. Im Eishockey sagen manche, naja, es sind im Moment erstmal noch bessere Vorbereitungsspiele. Kann denn diese Champions League vielleicht, wenn sie noch ein bisschen wachsen darf, irgendwann auch mal den Stellenwert im Eishockey erreichen, den die Champions League im Fußball hat? Ich denke schon. Die Champions League, denke ich, hat jetzt auch schon einen großen Stellenwert bekommen. Wäre natürlich schön, wenn das immer noch wachsen würde. Ich denke, das ist auch absolut möglich. Ja, es ist aber, wie schon erwähnt, das ist eine tolle Sache. Und ich denke, es ist auch einfach wichtig für den Sport, glaube ich, auch für uns Sportler selbst, ja, sich zu messen mit oder über die Grenzen hinaus. Das macht immer Spaß und vor allem, man spielt auch mal gegen andere Mannschaften. Aber ich denke, ja, dass in dieser CHL sehr, sehr viel Potenzial steckt in alle Richtungen. Und das sollten wir natürlich nutzen und sollten auch, ja, hoffen oder alles dafür tun, dass die CHL auch wächst. Ihr habt in München auch jetzt ein wieder etwas verändertes Team. Letzte Saison lief es in München nicht ganz so gut wie für dich mit den Adlern. Habt ihr schon ein Saisonziel formuliert für die DEL in dieser Saison? Ich meine, ja, ich denke, alle 14 Mannschaften haben ein Saisonziel. Also ich glaube, da brauchen wir als Sportler nicht drüber reden. Egal, ob jetzt vielleicht vermeintlich größerer oder kleinerer Verein. Wir sind Sportler, Athleten. Wir wollen alle gewinnen. Natürlich muss man immer aufpassen mit konkreten Nennungen des Ziels. Ich denke, wir wollen so weit, erstmal würde ich jetzt sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, wir wollen so weit kommen, wie es möglich ist, wollen alle Spiele gewinnen und alles Weitere sieht man dann von diesem Zeitpunkt aus dann. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir mit dem EHC Red Bull weit kommen und dass wir viel gewinnen werden, aber auch viel Spaß haben werden. Du hast den Wechsel vollzogen, das kam für einige vielleicht ein bisschen überraschend. Du bist gebürtiger Heidelberger, hast lange Zeit, ich glaube 12 Jahre Nachwuchs in Mannheim gespielt, hast DEL gespielt. Was war der Grund für den Wechsel und ja, wann ist bei dir eigentlich die Entscheidung gefallen, diesen Wechsel zu vollziehen? War das schon vielleicht früh in der letzten Saison? Zum einen muss ich sagen, es waren, glaube ich, sogar mit Nachwuchs und anderem, glaube ich, knapp 20 Jahre, die ich bei den Adlern war. Also mit dem Verein verbindet mich natürlich sehr viel und auch gerade die Sache mit dem Titel war ein schöner Abgang für mich. Ja gut, manchmal entwickeln sich einfach im Sportlerleben Dinge anders, als man sich vielleicht noch vorher gedacht hätte. Und ja, so hat sich das eben bei mir entwickelt. Die Anfrage aus München kam und es hat für mich zum damaligen Zeitpunkt eigentlich recht gut gepasst. War natürlich nicht leicht für mich, weil ich, wie schon erwähnt, mit dem Verein viel verbinde. Dem Verein auch sehr, sehr viel verdanke, das muss man auch so sagen. Aber einfach, ich zu diesem Zeitpunkt vielleicht dachte, okay, das ist so ein, ja, so eine kleine Veränderung, auch mal was Positives bewirken kann, einfach, dass neue Mechanismen greifen, ein neues Umfeld kennenlernt und vielleicht mal neue Stärken entwickeln kann. Wie gesagt, ich hatte immer das Privileg, dass es in Mannheim für mich immer gepasst hat. Jetzt kam es anders. Ich bin aber momentan sehr froh und bin auch stolz, dass ich jetzt beim EHC Red Bull spielen darf. Ich werde natürlich mein Bestes tun, um ja, sag mal, den Verein auch mit voranzubringen. Ja, und freue mich einfach riesig. Den einen oder anderen Bekannten gab es da ja schon in München, den man kennt sicherlich aus gemeinsamen Tagen im Nachwuchs und gemeinsamen Tagen bei der Nationalmannschaft. Schon die ersten Eindrücke von der Weltstadt München? Ja gut, über München selbst, glaube ich, muss man ja nicht große Worte verlieren. Das ist eine sehr schöne Stadt, die sehr viele Möglichkeiten bietet, was natürlich gerade auch als Ausgleich zum Eishockey vielleicht eine schöne Abwechslung bietet. Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Sport, ne? Ich meine, ich denke mir immer, solange es im Beruf gut läuft oder du glücklich und zufrieden bist, glaube ich, dann kann man überall glücklich und zufrieden sein. Natürlich aber, wie schon erwähnt, die Stadt München ist einfach super. Ja, macht bisher sehr viel Spaß, sowohl das Eishockey selbst als auch die Stadt ein bisschen zu erkunden. Ja, und ich freue mich auf die nächsten Monate. Mit dieser Vita, sag ich mal, wie wird's, wenn der Spielplan es dann sozusagen dazu kommen lässt, mit dem Spiel Mannheim gegen München, wie wird's dann gefühlsmäßig in Frank Maurer aussehen? Blicken wir mal nach vorne. Oh, das wird natürlich verdammt ungewohnt für mich sein. Da braucht man auch nicht groß rumlügen, sondern es ist natürlich eine Umstellung und das ist eine neue Erfahrung für mich. Und ja, ich freue mich riesig auf die Duelle. Gleich am zweiten Spieltag kommen die Adler nach München. Ich freue mich aber auch schon auf die Spiele in Mannheim. Fakt ist aber natürlich, dass ich Sportsmann bin und Athlet und sehr wohl weiß, momentan steckt mein Herz für den Red Bull München, ne? Und ich gebe alles für den Verein und versuche zu gewinnen. Und da ist natürlich der Anreiz, Mannheim zu schlagen, riesengroß. Und ja, ich möchte natürlich alle 4 Spiele gegen die Adler am besten gewinnen.
Wird es da vielleicht im Vorfeld solcher Spiele auch die eine oder andere SMS geben? Die wird es mit Sicherheit geben. Also ich glaube, darauf kann ich mich einstellen. Aber auch die anderen Jungs, die werden von mir auch SMS kriegen. Und dann kann man das ja auch ein bisschen vorhin mit dem Augenzwinkern angehen. Abschließend noch, wer werden wohl die härtesten Konkurrenten sein vorne im Kampf um den Titel? Mannheim wieder als Titelverteidiger mit dabei? Man muss natürlich die Adler nennen. Die Adler hatten letztes Jahr eine sehr gute Saison. Aber es gibt genug Teams, die sehr gut aufgerüstet haben oder die einfach auf dem Papier schon sehr, sehr gut aussehen. Das Teilnehmerfeld dürfte man wie jedes Jahr hören, ist sehr breit. Es könnte auch immer wieder Überraschungen geben. Das ist, glaube ich, das Schöne an unserer Liga. Man hat ja auch gesehen, zu was Wolfsburg fähig ist, aus dem 7. Tabellenplatz. Aber nichtsdestotrotz, Eishockey muss erst gespielt werden. Klar gibt es vorher immer die Favoritenzuweisungen, aber die geben sich die Vereine gerne immer selbst gegenseitig. Wir wollen oben mit dabei sein, das ist das Ziel. Aber ich denke, das ist das Ziel eines jeden Vereins. Und von daher, glaube ich, können wir uns auf eine spannende Saison freuen.